Herzlich willkommen zurück in Tamriel. Da der Pakt wieder zusammenarbeitet, sollten wir Fildgors Spione ganz leicht ausfindig machen können. Jetzt gilt meine einzige Sorge dem König. Er ist von unseren stärksten Kriegern umgeben. Aber das Überraschungselement gewährt Fildgor einen Vorteil. Ihr glaubt, dass der König in Gefahr ist? Wie können wir nach dem, was die Sturmfäuste laut euch schon erreicht haben, überhaupt noch irgendjemanden auf der anderen Seite dieser Burgtore vertrauen? Ich weiß, dass König Joron um etwas Ruhe für sein Treffen mit den Botschaftern gebeten hat, aber ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist. Ihr werdet also weitere Soldaten hoch zur Burg schicken? Eigentlich hat Fürst Wurlob vorgeschlagen, dass ihr beide euch darum kümmert. Ich muss den Prinzen im Zaum halten und wir wollen uns den Sturmfäusten nicht zu früh verraten. Außerdem weiß ich, dass ihr auf euch aufpassen könnt. Geht dort hinein und beschützt den König. Wir gehen los und sondieren die Lage. Seit unserer Ankunft sind die Tore verschlossen. Aber Fürst Wurlob sollte sie öffnen können. König Joron war unnachgiebig, dass niemand das Treffen stören dürfte. Was auch immer sie da drin diskutieren, Fildgor ist sicher das Hauptthema. Sollen wir nicht mehr Truppen zum Schutz des Königs schicken? König Joron wird von einem Trupp Soldaten beschützt, die er persönlich ausgewählt hat. Da ist sicher alles in Ordnung. Trotzdem können wir gar nicht vorsichtig genug sein. Aber ich möchte den König nicht unnötig blamieren. Ihr und Fürst Wurlob könnt euch darum kümmern. Ich setze mein vollstes Vertrauen in euch. Ja, und schon wieder hat man uns alles geklaut. Also sprich unsere Quest geklaut. Ich muss das Ding ja mal ausziehen. Ist ja schrecklich. Ich erkenne mich ja gar nicht wieder. Begleitet Fürst Wurlob zur Burg. Die Frage ist, da unten ist er, glaube ich, ne? Kameradin, auf ein Wort. Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss den Fürsten helfen. Nervt mich doch nicht immer. Magiergilde nervt mich auch nicht. Das ist seltsam. Wo sind die Wachen? Ach, stimmt ja. Sie sind tot. Genauso wie ihr es sein werdet. Wisst ihr, ihr wart ein echter Dorn in meinem Fleisch. Ich habe euch auf Yjarn und Marla angesetzt, aber irgendwie habt ihr überlebt. Dann habe ich euch losgeschickt, den Prinzen zu sabotieren. Aber stattdessen habt ihr den Pakt zusammengebracht. Nun, wenn man nicht immer alles selbst macht. Eine Bewegung, ein Mucks und ihr verliert eure Zunge. Ganz einfach, halt. Stimmt's? Tötet mich nicht. Ich kann helfen. Joron ist noch am Leben. Ihr braucht mich. Niemand mag einen Lügner, Nord. Niemand. Reden wir, Heldin. Wie in aller Welt konnte ich mich von Varon überreden lassen, nach Ostmarsch zu kommen? Ich hab doch gesagt, dass etwas Schlimmes geschehen würde. Ich wollte nicht, dass ihr allein in diese Falle lauft. Deshalb bin ich euch gefolgt. War auch gut so. Wisst ihr, was hier vor sich geht? Ich verfolge jetzt schon eine ganze Weile einen bretonischen Illusionisten namens Dahlen. Der Schurke hat für einiges an Aufregung gesorgt, als er vor kurzem ein paar Adlige in Gramfeste umgebracht hat. Ich fand heraus, dass er einen Kontrakt für Fildgor angenommen hat. Und ich habe ihn in diese Region verfolgt. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Nicht genau, aber ich würde wetten, dass er in der Feste ist. Ich bin nicht sicher, was wir dort finden werden, aber ihr werdet schnell sein müssen. Dahlen ist uns immer einen Schritt voraus. Der Mann hat Wurlob gekauft, indem er ihm Gold versprochen hat. Wer weiß, wer noch alles auf seiner Seite ist. Kommt ihr mit mir rein? Ich muss mich vergewissern, dass unsere verbündeten Freunde auch nett zueinander sind. Danach treffe ich mich wieder mit euch. Nachdem ich aus diesem verdammten Kleid raus bin und etwas Ordentliches anhabe, wie können Frauen es nur ertragen, immer solche Sachen anzuhaben? Ich habe keine Ahnung. Meiner Meinung nach steht es euch. Nun, danke. Vielleicht könnte ich mich daran gewöhnen, solche feinen Gewänder zu tragen, wenn die Lage einmal nicht so heikel ist. Was rede ich denn da? Schafft euren Arsch dort rein und rettet König Joron! Jawohl, Naru. König, ich komme! Achso, ich brauche einen Schlüssel. Okay.
der hatte auch keinen Schlüssel. Ich weiß, dass man immer mehrere Leute platt machen musste, bevor man einen Schlüssel bekommen hat. Hallo? Och, jetzt kann ich den nicht looten, oder? Ich wette jetzt mit euch, dass der den Schlüssel hat. Unter Garantie. Komm mal her. Komm mal nach hier. Nein, Basti, nein. Nein, die soll zu mir kommen. Basti, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Jetzt kann ich den auch nicht looten. Ah, okay. Aha, ich wusste es. Der ist nämlich jetzt mitgelootet worden. Der hatte garantiert den Schlüssel. Seid ihr irre? Wir sind von Feinden umzingelt. Die großen bösen Sturmfäuste warten draußen? Dann sollten wir wohl besser nach oben gehen, damit ich euch angemessen beschützen kann. Manchmal verliere ich wirklich den Glauben an meine Umwelt. Kann ich nachvollziehen. Vielleicht sollten wir nach oben gehen, damit ich euch beschützen kann. Wer sagt so etwas überhaupt? Er hätte ein Kompliment über meine Augen machen können oder meine... Egal. Er ist einer von Dalens Schlägern. Allerdings gibt es kein Zeichen vom König. Ich bin nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Wie seid ihr hier reingekommen? Fenster sind eine wunderbare Sache, mein Schatz. Es denkt nie jemand daran, sie abzuschließen. Ich bin sicher, dass ihr im Laufe eurer Abenteuer auch schon durch das eine oder andere Fenster geklettert seid. Wo kann ich König Jorun finden? Ich habe hier drin zwei Türen gefunden, aber sie sind beide verschlossen. Sicher befindet sich der König hinter einer dieser Türen. Wir müssen nur noch herausfinden, wie wir sie öffnen können. Ich sehe mich mal um. Ich glaube zwar nicht, dass der Schlüssel einfach irgendwo herumliegt, aber man weiß ja nie. Ich werde hier unten nachsehen. Werft einen Blick nach oben und schaut nach, ob ihr irgendetwas findet. Okay, haben wir hier unten denn noch irgendetwas, was ich ausräumen kann? So wie es aussieht, nicht, ne? Ach, die Sache war das. Jorun, mein werter Freund und König, der Raum ist vorbereitet, wie ihr es befohlen habt. Im Fall von Schwierigkeiten werdet ihr und die Botschafter dort drin sicher sein. Ich muss euch allerdings erklären, wie die Tür funktioniert. Man benötigt einen besonderen Schlüssel, um sie zu öffnen. Immerhin ist es ja auch mein Schutzraum. Ein Schlüssel, der im Herrenhaus versteckt ist, gewährt Einlass in den Raum. Der folgende Text, eine Stelle aus einer Geschichte, die ich als Kind sehr mochte. Das letzte Gefecht des Königs enthält alle Hinweise, die er benötigt, um den Schlüssel zu finden. Ihr solltet die Bedeutung des Textes verstehen. Lacht nicht über meine Vorsichtsmaßnahmen. Schließlich seid ihr es, der Sicherheit und Geheimhaltung für euren Kriegsrat verlangte, mein alter Freund. Jarl Ivanar. Und als der große König erhaben stand, sein finsterer Rabe auf seiner Schulter, hob er das Kriegshorn an seine Lippen und blies es. Der Klang hallte durch das Tal. Seine Truppen jubelten und ließen einen Kampfschrei hören. Er sah zu, wie sie nach vorne stürmten, aber das war das Letzte, was er in seinem Leben sah. Er sank auf seine Knie und ein Dolch ragte aus seinem Rücken. Also ein Jagdhornrabe. Ja, Jagdhornrabe. Moment, dann nehmen wir hier nochmal schnell die Dinger mit. Weil ich weiß, dass gleich was passiert. Leblose Augen blicken auf Duellklingen. Einer, der einst atmete, jetzt jedoch nicht mehr lebt. Der andere ein uraltes Relikt aus einem fernen Land. In der Steinmetzkunst der Ahnen, der, die nie gelebt hatten, öffnen den Weg zur Erlösung und Stille. Ja, wir müssen erstmal nach unten, so wie es aussieht. Das, was passiert, passiert gleich erst. Betretet den Schutzraum. Der ist oben. Oder ist das der hier? Nee, der ist hier. Oh, Hallöchen, sind wir schon tot? Hier kommt dem König also endlich zu Hilfe. Dalen, ihr werdet reichlich belohnt werden für eure Taten in der Feste Amul. Mein Diener, es freut mich zu hören, dass die alchemistischen Elixiere, die ihr in den Dedrischen Ruinen entdeckt habt, sich also als nützlich erwiesen haben. Wer hätte sich ein Elixier auch nur erträumt, mit dem man die Form all jener stehlen kann, die davon trinken?
Erstaunlich. Und der andere Trank, das Gift, sorgt dafür, dass mein lieber Bruder eine volle Dosis der tödlichen Flüssigkeit abbekommt. Niemand verdient ein solches Schicksal mehr als mein geliebter, hinterhältiger, betrügerischer, neunmal kluger Bruder Jorun. Sucht mich in Skuldafn auf, wenn ihr alles erledigt habt. Es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen, bevor ich mir mein Königreich zurückholen kann. Fildgor Orktane. Na, Lüchen. Danke für alles, was ihr für die Feste Amol getan habt. Ich kann nicht sagen, dass Wurlob so hilfreich war, wie er hofft, aber er hat seinen Zweck erfüllt. Ich meine, schaut mich nur an. Umwerfend, nicht wahr? Ein Bretoner als Anführer der Nord. Wer hätte das gedacht? Wo ist der echte König, Jorun? Nüchtern betrachtet bin ich jetzt der echte König. Und jeder, der daran zweifelt, wird beseitigt. Aber ich wollte euch gratulieren. Ihr habt so viele Leben ausgelöscht. Ich bin wirklich neidisch. Dieser arme Wache Hlönor, der gierige Fürst Wurlob, es ist kaum zu fassen. Ihr habt Wache Hlönor umgebracht? Wurlob hat doch gesagt, er würde sich um sie kümmern, oder? Mein armer Wurlob war so manches, aber ein Lügner war er nicht. Dann gibt es draußen noch diese hübsche kleine Dunkelelfe, die Kratzbürste. Das wird ein Fest, sie umzubringen. Und dann ist da natürlich noch König Jorun. Was ist mit König Jorun? Er genießt ein Geschenk von Fildgor. Der König, der sein Volk vor den Akaviri gerettet hat, getötet von seinem eigenen Bruder. Und niemand wird es je erfahren. Nein, sie werden die Leiche des armen Dalen finden, besiegt von ihrem heldenhaften König. Oh, das wäre dann ja wohl ich. Ihr glaubt, ihr könnt König Joruns Platz einnehmen? Aber ja, das ist doch der einzige Grund, warum wir hier sind. Nun, ich muss mich entschuldigen. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Ihr werdet feststellen, dass meine Wachen jetzt das Herrenhaus kontrollieren. Ihr könnt gern versuchen, uns aufzuhalten. Aber ich bezweifle, dass ihr viel Glück dabei haben werdet. Ja, und ich weiß, dass ich kein Glück brauche. So, Moment, wo müssen wir denn überhaupt... Höher. Achso, ich muss wieder da hoch. Das heißt, ich muss hier hoch. Ich dachte eigentlich, die kommen, wenn man da irgendwas anfasst oder Dann so. Dann sagte, dass ihr hinter uns her seid. Mal sehen, wie... Angriff! Gut gemacht. Leider zu spät und nicht gut genug. Der Sieg der ist falsche grausam, König ist aber tot. Die Niederlage ihr ist Ihr werdet schlimmer. Euch zu ihm gesellen. Und dann herrscht Fildgor über dieses Land. Oh, wo kommt ihr denn jetzt her? Ich wollte ja eigentlich gerade weiter. So. Kann gerade nicht. Hab was zu tun. Ha, die können wir mitnehmen. Machen wir doch gerne. So. König Jorun atmet nur noch flach. Das Gift, das Dalen verwendet hat. Es war unrein. Dädrisch. Ich weiß nicht genau, was es mit dem armen Mann macht, aber er wird es wohl nicht überleben. Was ist hier drin geschehen? Der Illusionist hat uns alle zum Narren gehalten. Seine Magie erlaubte es den Sturmfäusten so auszusehen wie Leute, denen wir vertrauen. Wir glauben, dass etwas in dem Wein war, den wir alle getrunken haben. Einer von ihnen nahm die Gestalt des Dieners des Königs an. Er hat das Essen des Königs vergiftet. Wie seid ihr hier reingekommen? Der Kampf brach los, kaum dass König Jorun sich unwohl fühlte. Wir haben ihn vom Treffen hier reingeschleift und uns eingeschlossen. Als die Sturmfäuste kamen, dachte ich, es wäre aus mit uns. Wenn diese Frau nicht aufgetaucht wäre, wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot. Welche Frau? Sie hat sich nie zu erkennen gegeben. Als die Sturmfäuste die Tür aufbrachen, tauchte sie einfach aus dem Nichts auf und rammte ihnen zwei Dolche in den Rücken. Dann sagte sie uns, dass Hilfe auf dem Weg ist und lief davon. Sie trug einen Helm, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie eine Dunkelelfin war.
Bleibt hier, ich hole Hilfe für den König. Wir kommen schon klar. Und wir sind nicht hilflos. Wir können den König beschützen. Aber bitte beeilt euch trotzdem. Ich weiß nicht, wie lange er dem Gift noch standhalten kann. Natürlich. Aber ich muss vorher noch mal eben die Sachen durchsuchen, ob ich noch was mitnehmen kann. So, nordischer Topf hat die Main auf dem Account noch nicht. Das muss ich also aufbewahren. Okay, sprecht mit Najo. Wo ist sie denn? Da oben ist sie. Ich dachte mir schon, dass ihr hier oben sein würdet. Ein weiterer Auftrag, der wieder einmal von euch erledigt wurde. Ich frage mich, ob die Tong mich prüfen wollen. Aber ein Erfolg bleibt ein Erfolg, oder? Ich hoffe, ich habe die Abgesandten nicht zu sehr erschreckt. Ihr habt also die Abgesandten gerettet? Als ihr in den Schutzraum gingt, hörte ich, wie die Botschafter oben versuchten, leise zu sein. Und im nächsten Moment schwangen die Schläger der Sturmfäuste ihre Äxte und griffen das Herrenhaus an. Ich wollte gerade auf dem gleichen Weg verschwinden, wie ich hereingekommen bin. Aber dann habt ihr beschlossen, die Heldin zu spielen. Nun, ich konnte ja nicht euch den gesamten Spaß überlassen. Im Ernst. Das müsst ihr doch verstehen. Meine Organisation war einmal respektiert. Jetzt werden wir gejagt wegen dem, was wir sind. Wegen dem, wofür wir früher standen. Das muss sich ändern. Ihr habt ihnen gesagt, dass ihr Hilfe holt? Ich sprach eigentlich von euch, aber ich dachte mir, dass weitere Verstärkung nicht schaden kann. Irnska und seine Wachen sind unten. Sie kamen herbeigestürmt, als der Kampf begann. Aber König Jorun, er sah nicht so gut aus. Er wird es nicht schaffen, oder? Ich weiß es nicht. Es ist Dietriches Gift. Fildgor kämpft mit schmutzigen Tricks. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, aber ich habe die Grenzen meines Kontrakts schon überschritten. Ich muss nach Gramfeste zurückkehren. Eine neue Angelegenheit, bei der es um eine rivalisierende Gruppe geht, ist zum Problem geworden. Aber diese Leute brauchen eure Hilfe noch, Heldin. Falls ihr mich jemals braucht. Immer ganz die Heldin, was? Ich scherze. Ich werde euch wieder aufsuchen, falls ich eure Hilfe brauche. Ich hätte sogar nichts dagegen. Nun geht. Rettet König Jorun. Er braucht euch im Moment mehr als ich. Okay. Und er läuft auch hier unten schon. Nee, das ist der andere. Wo ist mein Vater? Was haben eure sogenannten Verbündeten mit ihm angestellt? Ich bringe jeden einzelnen Argonier und Dunkelelfen eigenhändig um, wenn meinem Vater etwas zugestoßen ist. Es waren weder die Argonier noch die Dunkelelfen. Es waren Fildgors Orktane. Fildgor mag die Klinge geführt haben, aber die Dunkelelfen und die Argonier haben nichts getan, um meinen Vater zu beschützen. Wo ist er jetzt? Sagt es mir! Er ist oben. Ein Dunkelelf und ein Argonier bewachen ihn. Wachen! Eilt sofort zum König! Und was euch angeht, wie seid ihr an dieser Sache beteiligt? Warum seid ihr hier? Fildgors Agenten haben auch versucht, mich zu töten. Dann sind wir also Verbündete. Fürs Erste. Ich muss zu meinem Vater. Es schert mich nicht, wie wir das bewerkstelligen, aber sein Leben muss gerettet werden. Mein Vater darf nicht sterben. Fildgor wird diesen Krieg nicht gewinnen. Nicht so. Ich verbiete es. Und wir haben einen schweren Kopf von der akavirischen Drachengarde erhalten. Es muss etwas geben, das wir für den König tun können. Ja, und das war sozusagen der Auftakt. Alle stehen mir mal wieder im Weg rum hier. Der Auftakt zu einer neuen Quest, weswegen ich hier erstmal einen kleinen Cut machen werde. Und ja, da die Folge über eine Stunde geworden ist, werde ich irgendwo dazwischen dann auch nochmal einen Cut machen. Das habt ihr dann aber in der letzten Folge im Endeffekt schon gesehen, weil ich spreche ja jetzt mit meinem aktuellen Ich aus dem Zukunfts-Ich von euch zu dem Vergangenen. Naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Ich sag einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.